Ja, willkommen zurück zu einem neuen Angezockt. Diesmal mit Game Dev Tycoon. Und ja, wie ihr seht, ich bin jetzt schon quasi in der Unternehmensoberfläche. Ja, vom Prinzip her ist das eine Wirtschaftssimulation, kann man sagen. Man startet so in den 80ern, ne? Man sieht da hinten Garage, so angelehnt, denke ich mal, an Bill Gates. Und ja, hier kann man jetzt Spielernamen, weiß ich nicht. Sag ich mal, und keine Ahnung, Firma. Keine Ahnung, was kann man denn als Firma nehmen? Eine Spieleentwicklungsfirma. Oh, ich weiß, ich bin sehr kreativ. Machen wir mal so ein, genau, obwohl. Genau hier, das ist doch wunderbar. Ja, noch ein paar Sachen zu dem Spiel. Ist, glaube ich, schon ein paar Tage älter. Was ich beim Googlen nach dem Spiel gefunden habe, war ganz lustig. Und zwar, das sind zwei Brüder, die es entwickelt haben: Patrick und Daniel Krug. Nee, Klug heißen sie. Und das Lustige ist, die haben das Spiel, als es veröffentlicht wurde, auch auf Torrent-Server hochgeladen. Und wenn man quasi die erste Ebene hier, also diese, wo wir gerade drin sind, danach kommt man halt noch in andere Firmen. Abgeschlossen hat, dann kommt halt, wenn man eine Raubkopie hat, die Fehlermeldung, dass ganz viele Leute sich die Spiele halt illegal runterladen und man geht dadurch pleite. Finde ich eigentlich eine lustige Idee. ja, wie gesagt, die Links in der Beschreibung. Ich kann euch das ja auch nochmal zu diesem Raubkopieren, was wir mit dem Torrent da gemacht haben, auch nochmal verlinken. Ist eigentlich eine ganz lustige Idee gewesen. Ja, wir gehen jetzt mal auf weiter. Nein. So, Speicherstand wählen. Ja, nehmen wir mal den hier. Ja, ne? Also gibt hier auch Errungenschaften. So, aber eigentlich, Moment, wir starten noch mal neu, weil genau, das fehlte nämlich noch. Willkommen zu Game Dev Tycoon. In dieser Wirtschaftssimulation machst du eine Zeitreise zu den Anfängen der Computerrevolution, um dein eigenes Spieleentwicklungsunternehmen zu gründen. In den nächsten 35 Jahren kannst du dein Traumunternehmen aufbauen, Bestseller-Spiele entwickeln, Fans gewinnen und Marktführer werden. So, das hatte noch gefehlt. Bevor dein Abenteuer beginnen kannst, musst du deiner Zukunft für deinen Namen gehen. Das hatte ich nämlich vorhin abgebrochen. So, dann machen wir mal wieder. Ach komm. Oh. Der Name wird ja eh nicht mehr gebraucht. das Spiel bereits gespielt hast. Blablabla. Achso, das hatten wir ja gerade. Nein. Wollen das ja komplett neu spielen. So war das, genau. So, wenn du natürlich. Ja, gut, okay, das ist. Ne, herzlichen Glückwunsch, du hast gerade das Spieleentwicklungsunternehmen gegründet. Im Moment ist dein Büro in einer Garage und du bist der einzigste Angestellte. Aber keine Sorge, viele erfolgreiche Unternehmen haben so angefangen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Es geht ja eher darum, ne, genau, Fan, ja. Es geht ja eher darum, was man hier machen muss. Oh, ich sehe gerade, der Monitor passt nicht ganz, aber gut. Okay, wir wollen als erstes ein Spiel entwickeln. Das machen wir mal. Ja, also ne, man muss jetzt erstmal einige grundlegenden Sachen festlegen, was man in diesem Spiel machen möchte. Also ein Action-Spiel braucht natürlich andere Inhalte als, ja, wir gucken mal, was wir haben. Ein Gender, ja gut, okay, da haben wir alles. Thema, kann man halt alle freispielen hier, das sind einige. Ja, dann machen wir mal eine, ne? Machen wir mal eine Krankenhaussimulation auf dem guten G64. Und zwar die Sims. Na halt. Die Sims. nimm natürlich die gute 2D-Grafik. Und ja, im Grunde war das jetzt eigentlich schon alles für die, ja, für diese Umgebung hier. Jetzt gibt es drei Phasen. Ja, okay. Also es läuft durch Phasen durch, ja, das, wie gesagt, ich glaube, ich werde die Tutorials, glaube ich, mal ausmachen. Ja,
Jetzt muss man gucken, was jetzt hierfür am wichtigsten ist. Ich würde mal sagen, für ein Simulation ist eher Gameplay und Story wichtig und die Engine jetzt nicht so. So, jetzt haben wir hier. Ja, komm. Warte mal. Mal ganz kurz schauen, ob ich. Ja. Wie gesagt, ich lese das jetzt nicht alles durch. Ich gucke mal, ob ich die Tutorien ausstellen kann. Tipps aus. So. Nein, nicht wechseln zu Vollbildschirm. Denn dann, ja, bricht die Aufnahme ab. So, jetzt haben wir Dialoge, Level Design, künstliche Intelligenz. Ich denke mal, Dialoge sind da wichtig. Level Design auch. Ja, vielleicht so, ich weiß es nicht. Künstliche Intelligenz, ja gut, wenn ich so als erstes Sims zurückdenke, wo man sie einmauern konnte, ein bisschen künstliche Intelligenz schadet sicherlich nicht. So. Ja. Ja, okay. Also wir können da zusätzliche Features reinnehmen. Wir haben zurzeit nichts, aber ich glaube, habe ich die denn jetzt nicht ausgestellt? Moment, Einstellungen. Achso, gibt hier natürlich auch Mod-Support, Gameplay-Tipps. Tutorials. Tutorials deaktivieren. So, jetzt haben wir es. So, Spielwelt, Level-Design, ja. Grafik, Sound, Ja, doch, wenn der Sound blechern klingt, ist ja auch langweilig. Machen wir mal so. Das ist, wie gesagt, das ist so ein bisschen intuitiv, wie man es einstellen muss. Ne? Jetzt haben wir hier halt Forschungspunkte, die wir generieren. Damit können wir halt neue Sachen freikaufen, wie zum Beispiel Spiele-Genres. Das hier, ja, das ist einfach Technologie-Design und die Bugs. Da müsst ihr immer darauf achten, dass die auf Null sind. Ne? Und jetzt könnt ihr fertigstellen. Und ja, jetzt gibt es quasi Resonanz. Ja, das hier ist erstmal jetzt für uns alles, ist alles natürlich neuer Rekord, weil ist ja das erste Spiel. Gibt jetzt auch noch die Möglichkeit, das Spiel nochmal den Namen zu ändern. Aber warum? Und ja, dann gehen wir jetzt auf Veröffentlichen. Ups. So. Ja, wieder was freigeschaltet, ne? So. Ja gut, jetzt haben wir für die Sims eine Bewertung erhalten. Mal schauen. Oh, 4 ist. Das ist jetzt nicht so viel. Also, ich glaube, 9 ist das. Ne, 10 ist, glaube ich, das höchste. Ja, haben wir noch nicht so alles richtig gemacht, aber naja, wir schauen mal weiter. Ja, vielleicht war es auch einfach die falsche Konsole. Achso, wir haben hier oben. Ja, THQ hat ein Newcomer in der Spielebranche, hat kürzlich sein erstes Spiel, die Sims, herausgebracht. Das Spiel, oh, ich glaube, euch fliegen gerade die Ohrmuscheln weg, wenn ich da so Sims mache. Hat durchschnittliche Bewertungen bekommen. Wir sind gespannt. Ja, gut, das ist eher trivial. So, hier oben haben wir genau, das ist jetzt die Einkommen. Hier oben haben wir unsere Fans, das ist das Jahr und unser Geld. Ne? Und jetzt gibt es ja erstmal ein kleines Feedback. Ein bisschen Geld kommt rein. Und das läuft jetzt immer weiter. So, jetzt können wir hier Spielebericht erstellen. Ja, und jetzt ja, kommt da halt ein kleines Feedback, das uns so einen kleinen Tipp gibt, was wir denn zum Beispiel besser machen können oder nicht, das seht ihr gleich. Genau. Krankenhaus-Simulation ist eine großartige Kombination. Künstliche Intelligenz scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Also müssen wir beim nächsten Mal einfach KI nach oben schrauben. So, was haben wir noch? Jetzt können wir zum Beispiel auch forschen. Na, also zum Beispiel neues Thema oder eine neue Engine. Neue Engine kostet 50 Forschungspunkte, neues Thema 10. Ja, nehmen wir mal ein neues Thema. Detektivschule, Leben, Gefängnis. Wir machen vorher noch ein Piratenspiel. Ja, Piraten-Abenteuerspiel. Nein, so nenne ich das Spiel nicht. So. Piraten in der Nordsee. Ich probiere mal den PC. Eigentlich nämlich habe ich am Anfang immer die C64 genommen, weil der halt am verbreitesten ist, aber nimm mal den PC. Mal gucken.
Ja, Engine. Abenteuerspiel, denke ich mal, ist die Engine ein bisschen wichtiger. Warte mal, nehmen wir das auch nochmal. Machen wir mal gleich auf alles. Schauen wir mal, wie es wird. So. Abenteuer. Obwohl, Level-Design wäre, glaube ich, nicht so wichtig. Naja, ist egal. Wie gesagt, das ist so ein bisschen rumprobieren. Sinn und Zweck des Spiels ist es dann halt, so ein bisschen Kohle zu verdienen. Man kann dann auch eigene Engines machen und sowas. Also, ja, so, so. Und ja, wie gesagt, wir machen das jetzt noch ein bisschen. Vielleicht mache ich nachher nochmal einen Cut rein und zeige euch das nochmal, wie das denn auf der nächsten Ebene aussieht. Sims wurde vom Markt genommen, es wurden 7.692 Einheiten verkauft und ja, knapp 54.000 Euro erzielt. Das ist gut, das bringt uns so ein bisschen über die Runden. Wie gesagt, jetzt wieder ein bisschen warten und achso, wenn ihr das Spiel haben wollt, ich glaube, das kostet 5 Euro oder so. Also das ist, ja, so jetzt beginnt das hier mit den ganzen Konsolen. Ne? Neueste Marktanalysen zufolge verkauft sich der Govodoritz G64 besser als die Konkurrenz in der PC-Branche. Kunden bevorzugen ihn gegenüber anderer Heimcomputer aufgrund seines niedrigen Preises, der besseren Verfügbarkeit und der flexiblen Hardware-Konfiguration. Ja, das war früher halt so, falls ihr noch ein bisschen jünger seid. Der G64 war früher das Spielgerät und leider, ja, hat der den Anschluss verpasst. Das heißt, die haben sich quasi auf ihren Lorbeeren ausgeruht und sind dann quasi, ja, heute, jetzt produziert die Firma, die gibt es immer noch, die produziert jetzt eine Steckkarte, dass man den C64, also den alten, quasi mit einem Heimcomputer ansteuern kann. Und ich glaube, das war es auch. Mehr produzieren sie, glaube ich, nicht. Ja, so ist es halt. Aber was soll's. Jetzt haben wir es veröffentlicht. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Lol. Game Hero. Scheiß für einen. Ja, gut, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen was gemacht. Und ja, jetzt geht das, wie gesagt, das wiederholt sich jetzt ein paar Mal. Man kann dann später auch noch. Oh, wir haben 16 Fans. Cool. Also, wie gesagt, im späteren Spielverlauf kann man dann auch noch Hypes schnüren und AAA-Games bauen und sowas wie World of Warcraft bauen und all so ein Blödsinn. Okay, wir haben jetzt eine neue Konsole auf dem Markt, die Ninvento. Ja, da ist jetzt die Sache. Und zwar, wenn wir jetzt, Moment, erstmal machen wir den Spielebericht. Wenn man jetzt für eine Konsole zum Beispiel ein Spiel spielen möchte, muss man dafür erstmal eine Lizenz kaufen. Und die sind meistens nicht so günstig. Ich bin eigentlich dafür, dass ich mir eine eigene. Ja, okay, danke. Dass ich mir erstmal eine eigene Engine baue. Mal schauen wir mal, ob wir das schaffen. Spielebericht. Blablabla. Gut, hier, da gibt es auch mal ein kleines Feedback. Übereinstimmung, Plattform-Einbeeinstimmung, PC-Abenteuer großartig. Da ist vermutlich noch ein kleiner Übersetzungsbug. Ja, gucken wir mal, können wir schon. Ne, wir können leider nicht forschen. Ja, wie gesagt, die möchte ich gerne haben. Das heißt, wir machen jetzt noch mal ein Spiel. Wie gesagt, vielleicht schneide ich das auch, ich weiß es nicht, damit wir auch mal so ein bisschen Einblick in die nächsten. In die nächsten Dinger kommt. Wir machen jetzt Fantasy Rollenspiel auf dem G64. Ja, wie nennen wir das? Oh. Wo haben wir denn? So. So. Oh Mann, ey. Ich bin zurzeit nicht so ganz fit, hört man sicherlich. Ich rede so leicht geschwollen oder so, also nicht wundern. Nicht mal so ein bisschen wegrotze. So, für Rollenspiele. Gameplay, also Story auf jeden Fall und Gameplay, würde ich sagen.
So, Piraten in der Nordsee, gut, ja, 80.000 Umsatz, ne? Wir kommen langsam hoch, wir haben 60 Fans, das ist sehr schön. Dialoge, nicht so. Ah, ich denke mal, ich denk mal, die Dialoge sind da am wichtigsten. So, jetzt ist ja, NES auf den Markt gekommen. Nicht verkehrt, muss ich sagen. Also habe ich früher also echt gerne gespielt. So, jetzt das Level-Design ist, denke ich mal, mit das Wichtigste. Also zumindest erfreue ich mich da am meisten dran. Und ja, ich denke mal, nachdem wir die Engine erstellt haben, mache ich einen Cut und dann, wenn wir aufsteigen, werden wir dann wieder da. Ah, guck mal hier. Patrick und Janik, Green Hearts Gaming. Hallo Opp, wir sind die Entwickler von Game Dev Tycoon und möchten uns bei dir für den Kauf des Spiels und deine Unterstützung bedanken. Ja, kein Problem. Game Dev Tycoon ist unser allererstes Spiel. Es bedeutet uns viel, dass du Spaß dran hast. Mit dem Kauf unterstützt du unser kleines Start-up-Unternehmen und ermöglicht uns hoffentlich, dir auch in Zukunft weitere Spiele mitbringen zu können. Ja, na, sowas ist doch immer ganz nett. Ehrlich, du Rox, vielen Dank. Na ja, gut, okay. Ne? Also, seht ihr, kleines Unterwicklungsstudio. Und also das Spiel macht wirklich Spaß. Es gibt da sehr, sehr viele Easter Eggs drin, die halt sehr lustig sind. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ne? So, dann wollen wir mal schauen. Bup, 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 bup. Oh, wir haben Levelaufstieg in Spielweltdesign. Das ist sehr schön. No. Jetzt. Ja. Komm, hopp. Irgendwie läuft es so gerade nicht. Wenn ich jetzt nur eine 8 habe, dann lache ich. Oh ja, gut. Okay, ja. Naja. Oh, unser Geld wird aber wirklich relativ schnell. Ja, gut, okay. Spielentwicklung kostet halt ein paar Mark. So, wir können derzeit schon mal Spielbericht erstellen. Bupp. Auftragsarbeit. Hi, ich habe gerade Pen und Paper. Ich habe gerade Pen und Paper. Ich habe gerade Pen und Paper und bin. Und ich bin von ihrem Talent beeindruckt durchgespielt. Das ist so eine leichte grammatikalische Unwucht. Ich bin in der Auftragsvermittlung tätig und ja gut, also Auftragsarbeit. Wenn man halt jetzt so weiß, ja, wenn man ein paar Forschungspunkte braucht oder mal so ein bisschen Geld oder so, dann kann man damit ja. Moment, Fantasy-Rollenspiel ist großartig, Gameplay scheint diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Plattform, gut, okay. Als nächstes Mal nehmen wir dann den anderen. Warte mal, Spielhistorie. Nächstes Mal nehmen wir dann den PC. Aber ich wollte gerade gucken, ob man diese Spielberichte auch noch irgendwo einsehen kann. Scheint nicht so. Aber ich muss mal ganz kurz niesen. So, da bin ich wieder. Gut, heute wurde Nintendo veröffentlicht. So, jetzt gucken wir mal. Auftragsarbeit, ja. Das heißt, das hier müsst ihr erreichen. Ne? Also ihr müsst hier zwei Design, 14 Technologie. Dann habt ihr 5 Wochen Zeit. Ja, das gibt es hier unterschiedlich. 1,16, 5 Wochen. Ne? Also das hier wird es einfach, nimm es einfach mal an. So, dann fängt das hier an. Hier oben ist die Arbeitszeit. Das sollten wir schaffen. So, jetzt haben wir das geschafft. Haben 14.000 ja, Taler bekommen oder so, was auch immer. Ja, normalerweise kriege ich 6 Monate neue Aufträge rein. Ja, also wie gesagt, alle 6 Monate kommen neue Aufträge, weil man schafft nicht alle in der Zeit. Ne? Also seht ihr, also das hier wird zum Beispiel relativ schwierig, ne? Also wie gesagt, weil das hier, ja, habt ihr ja gerade gesehen, wir hatten jetzt noch so ein Drittel übrig und das ist aber auf jeden Fall nochmal die 7er. Könnten wir vielleicht schaffen, aber wie gesagt, wenn ihr es nicht schafft, kostet das halt auch Geld. So, aber was wir jetzt machen wollen, das ist, nein, kein neues Spiel entwickeln, wir wollen forschen und zwar eine Engine.
Genau, dann können wir nämlich viel, viel geilere Spiele anbieten. Und wir haben ja eh gerade ein bisschen plus 140.000. Ja gut, jetzt 132.000. Aber, oh, das war mein Renderprogramm. Okay. Genau. Eigene Engine erstellen. So. 2D, lineare Erzählung, gespeicherte Spielstände. So, ne, kostet natürlich, oh, kostet natürlich ein Schweinegeld. Ich weiß nicht, na, das lassen wir, glaube ich, erstmal noch, weil nicht, dass wir pleite, obwohl ja doch, ach, was soll's kommen. Und ich hole mir jetzt einen Kredit oder so. Meine, wir haben noch 30.000, also das geht. Was ich halt auch mal schön finde bei sowas, generiert man relativ viel Forschung, vor allen Dingen später, wenn man halt so drei, vier Leute noch dazu hat und dann halt so eine große Engine baut. Das ist schon nicht verkehrt. Ja, wir müssen als nächstes dann auch wieder ein Spiel rausfeuern, damit wir halt im Plus bleiben. Aber ich denke mal, mit der neuen Engine sollten wir das schaffen. Engine ist fertig, genau. So, und jetzt neues Spiel entwickeln. Thema, wir nehmen nochmal die Krankenhaus-Simulation und zwar auf dem, hier seht ihr Lizenzkosten 80.000 auf dem G64 und da nehmen wir unsere Engine 1, ups, zurück, wie haben wir das, die Sims 2, so. So, jetzt haben wir hier nämlich 2D-Grafik, das können wir jetzt besser auswählen und ja, wir können auch noch andere Einstellungen. Ja, ich weiß. Ja, das kostet alles extra Geld. Aber wir wollen es ja. Mal gucken, ob wir es überleben. Wenn nicht, naja, gut. Ich glaube, man kriegt hier auch noch Kredite. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber. So, was hat die gesagt? Künstliche Intelligenz ist nicht. Ah, ich habe es natürlich wieder nicht gemerkt. Wir lassen es mal so. Mal schauen, ob wir es schaffen, das Spiel zu eröffnen. Weil wenn wir es veröffentlichen, sollten wir genug Geld haben. Sound war unwichtig, ne? So. Kurz vor dem Bankrott. Na, bla bla bla. Entscheidungsangebot. Ja. So, wir nehmen das Geld mal an. Komische Zahlen, ne? 89.000. So, jetzt warten wir wieder, bis die Bugs raus sind. Und dann schauen wir mal. So. Oh, beim nächsten Spiel sollten wir auf jeden Fall überall eine Spiele-Tutorials. Cool. Da hätten wir warten sollen für die neue Engine. Aber naja, gut, was soll's. Nintendo ist ein Riesenerfolg. Die Verkostung haben die. Ja, okay. Aber da können wir uns leider keine Lizenz gerade für leisten. Gut, dann wollen wir mal schauen. Ah, okay, war Sound doch wichtig? Habe ich das, habe ich das verpeilt? Okay, dann ja, dann war das mein Fehler. Naja, gut, dann muss ich gleich nochmal schauen, ob Sound wirklich wichtig war. Spielbericht erstellen, mal gucken. Habe ich das so verpeilt? Naja, auf jeden Fall schreiben wir damit wieder grüne Zahlen. Schwarze Zahlen? Schwarze Zahlen. Nicht grüne, schwarze. So. Ja. Sound, ja. Ja. Gut, dann haben wir das auch geklärt. So, jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen mit der Forschung beschäftigen. Wir können jetzt Spieltutorials machen oder ein neues Thema. Ich denke mal, neues Thema. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Geld über und dann nehmen wir einfach mal die neuen Genres und ja, werden da etwas weiterspielen. So, genau, neues Thema erforscht. Können wir gleich nochmal ein Thema erforschen? Mal schauen, was es jetzt so gibt. Flugzeugsimulation ist bestimmt auch nicht verkehrt. Oder wir können ja mal andere Sachen nochmal testen. Also, ich denke mal,
Ja, ich denke mal, Flugzeugsimulation geht eigentlich immer. Neues Spiel entwickeln. So, wollen wir mal schauen. Was haben wir denn hier so? Nein, was haben wir denn hier so an? Strategie, Simulation, Rollenspiel. Was könnten wir denn zu Strategie nehmen? Ich glaube, Flugzeug, was, wie nennen wir es denn? Ups. Segelflugzeug. Simulator. So. Plattform. Nehmen wir den PC und Engine. Ja, ich habe mal wieder WhatsApp nicht ausgemacht. So, weiter. Ja, bitte starten. Wurde Magmung, ja, auch 100.000 Umsatz. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich muss mal ganz kurz den Browser abmelden, dann bimmelt das auch nicht mehr. So, Computer abmelden. Bupp, so. Gut, Simulation. Das habe ich schon wieder vergessen, was dafür wichtig war, ne? Ich sollte mir jetzt echt mal aufschreiben. Gibt es garantiert auch im Internet eine Seite oder sowas. Warte mal, aktuelle Studien beweisen auf, dass sich aufgrund der zunehmenden Angebots an Spielkonsolen auch ein Markt für spezielle Spiele entwickeln wird. Einige Spielkonsolen werden bei jüngeren Spielern immer. Ja gut, okay, das ist ganz normal. Es gibt manchmal dann auch so eine Sache, weiß ja, was zur Zeit, genau, Zielgruppen, da ist dann zum Beispiel zur Zeit sind die und die Spiele oder die und die Genres gerne genommen oder so. Ja. Künstliche Intelligenz, Dialoge, glaube ich nicht so. So. Lalalala, TSG gegen Gerüchte. Okay, ne, neue Konsole. Ich glaube, es gibt sogar einen Mod, dass das, also es ist ja jetzt auf 35 Jahre beschränkt, ne, also. Von den 80ern bis 2010 so ungefähr. Aber ich glaube, es gibt da noch einen Mod, wo du dann halt, weiß ja, was, wo du, glaube ich, die PlayStation 5 und 6 und sowas dann auch noch hast. So, jetzt warten wir noch wieder auf unsere Bugs. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weiter ist. Aber wir haben einen neuen Bug reingepackt. So, gut, jetzt veröffentlichen wir den. Oh, neuer Rekord. Und jetzt sollten wir überall ja aufgestiegen sein. Level 2. Monosound, hey. So. Na, läuft das schon besser. Ja, na also, geht doch. Ups. Ja. Oh, an die kann ich mich auch noch erinnern. So, jetzt machen wir wieder einen Spielbericht. Aber wie gesagt, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und zeige euch dann mal noch die nächste Stufe. Und ja, weil ich denke mal, wenn ihr jetzt zuguckt, wie ich jetzt hier noch weiter, weiß ja, aber 30 Spiele mache, ist das ja auch irgendwie ein bisschen blödsinnig, ne? Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns ja in der nächsten Folge, denke ich mal. Und ja, denn bis denn dann, gehabt euch wohl. Und wie gesagt, wenn ihr in das Spiel mal reingucken wollt, links in der Beschreibung. Ja, ich weiß doch. So. So, haben wir es jetzt? Danke. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Und ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, was für ein Spiel ich mal anzocken sollte oder so, dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare oder schickt mir eine PN. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.